Meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen der Villa Vigoni, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der europäischen Gespräche der Villa Vigoni. Zu Gast bei uns heute Abend ist eine Künstlerin, Tanja Nitka. Herzlich willkommen, Tanja. Tanja Nitka, geboren 1970, studierte zuerst Philosophie in Bochum, dann freie Kunst und visuelle Kommunikation in Utrecht und Hamburg. Stipendien und mehrere Einzelausstellungen führten sie nach Marrakesch, Zürich, Casablanca, Biel, Bienn und Stockholm. Also wirklich in die ganze Welt, Tanja. In Europa natürlich, aber auch außerhalb. Tanja Nitka war auch Gastdozentin an der Kunstakademie Utrecht. Sie ist freischaffende Künstlerin, lebt und arbeitet in Berlin. 2019 hat Tanja Nitka eine Periode in der Villa Vigoni als Artist in Residence verbracht und aus ihrer Aufenthalt hier in der Villa Vigoni ist dann eine sehr schöne Ausstellung hervorgegangen. Eine Ausstellung, die Tanja in Zusammenarbeit mit uns, mit der Villa Vigoni, organisiert hat, hat in derselben Villa Vigoni. Die Ausstellung war hier in der Villa Vigoni vom Herbst 2021 bis zu Ende Februar 2022. Und Titel der Ausstellung war Nunc Stans, also ein lateinisches Wort. Nunc Stans ist ein philosophisches Konzept und wie der Kritiker, der Kunstkritiker Giuseppe Di Salvatore in seinem Vorwort schreibt, bezeichnet dieses Konzept die unzeitgemäße Stunde, der zeitlose Moment, die Ewigkeit des Augenblicks, die ständige Gegenwart. Also die Zeit normalerweise vergeht, würde ich sagen, aber in Tanjas Bilder verharrt die Zeit sozusagen. Ja? Und die Dinge stehen oder liegen in dieser verharrenden Zeit, würde ich sagen. Die Bilder von Tanja Nitka sind, so glaube ich, man kann auch so sehen, sind eine Neuinterpretation des Genres des Stilllebens. Aber die Ausstellung in der Villa Vigoni, die Ausstellung Nunc Stans, war ein Teil eines größeren Projekts, dessen Titel lautet Italian Grey. Ich würde gerne jetzt Tanja das Wort übergeben. Tanja, du hast das Wort. Danke. Du kannst wirklich uns ein bisschen noch weiter erklären, wie dein Erlebnis hier in der Villa Vigoni war. Was heißt für dich diese Ausstellung Nunc Stans und dann natürlich das große Projekt Italian Grey auch noch ein bisschen vorstellen? Bitte. Vielleicht fange ich damit an, wie ich die Villa Vigoni überhaupt kennengelernt habe. Das war über einen italienischen Freund, der mir von dem Haus erzählte. Und ich habe es angeschaut als anonyme Besucherin, wurde herumgeführt und mir wurde erklärt, was die Hintergründe sind, die Geschichte, auch die Traurigkeit oder der Bezug zur Kunst, den Mylius hatte aufgrund der Vergangenheit und aufgrund des Todes seines Sohns und der Glaube und die Verbundenheit mit der Kunst. Ganz wichtig war für mich der Moment, in dem wir darüber sprachen im Garten über Nemesis, über das Rad des Schicksals, was sich manchmal ganz langsam dreht, manchmal wahnsinnig schnell, viel zu schnell. Und es abwechselt zwischen
Glück, zwischen Unglück, zwischen Not, zwischen Überfluss. Und es geht irgendwie doch immer weiter. Das war für mich der Grundgedanke, weshalb ich eigentlich immer wieder kommen wollte und dachte, ich möchte was über dieses Haus machen. Und somit wurde irgendwann die Serie, die hier entstand, Teil eines Projektes, was ich schon viel früher angefangen habe, eben Italian Grey. Seit 2015 bin ich hier überall in der Gegend unterwegs. Italian Grey ist deshalb Englisch, weil man versteht das besser. Ganz praktisch auch. Und es ist ein Wort, ein Pigment, was ich selbst erfunden habe. Das gibt es natürlich in keinem Laden zu kaufen. Also ein poetisches Wort schlussendlich mit einer Stimmung, die ich nicht weiter erklären muss. Ich denke, die schwingt mit. Und es ist der Überbegriff zu verschiedenen Sequenzen, Zyklen von Arbeiten, die in sich abgeschlossen sind. Inspiriert ist das durch Marcel Proust, seine Suche nach der verlorenen Zeit, das Konzept aber hauptsächlich nicht so sehr seine Sprache natürlich, weil ich bin Malerin, aber das Konzept ist ein Roman nach dem anderen, bis das Werk immer größer wurde. Und so ist Italian Grey auch ein Kapitel, schließt an das andere Kapitel, an das nächste Kapitel an. Und für jedes Kapitel ungefähr brauche ich ein Jahr. Nunstanz kam deshalb, weil als alles fertig war, als alle Bilder fertig waren, hat mir Thomas Mann, Dr. Faustus, diesen Titel, hat mich da nochmal dran erinnert, an dieses alte, an diesen alten philosophischen Gedanken. Titel kommt immer am Ende. Titel, Gott sei Dank. Manchmal nicht, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, aber und faszinierend war an dem Gedanken für eine Malerin natürlich, dass gleichzeitig Zeit vergeht, ja, aber auch hinweist auf etwas Höheres, auf eine Ewigkeit, auf einen, ja, Gedanken der Dauer. Und das hat eine ziemliche Intensität eigentlich in den Bildern auch, Gott sei Dank, vielleicht gefunden. Es fehlen ja auch oft in meinen Bildern Stücke, die, ja, einfach komplett wie überbelichtet sind, wo fast viel zu viel Licht da ist. Und das sind Momente, die mich als Malerin auch besonders interessieren, weil ich nicht immer und auch gar nicht es kann, alles zu sagen. Ungefähr. Ja. Ungefähr so. Ja, ich finde das wirklich, also es gibt in deinen Bildern so ein Blickwinkel, kann ich so sagen, aus dem du eben, ich würde sagen, das Ganze siehst, auch das, was im Bild dann nicht steht, sozusagen. Wenn ich Glück habe. Gut, wenn du Glück hast. Aber ja, ich fand deine Bilder hier bei uns in der Villa Vigoni ausgestellt, wirklich beeindruckend, gerade deswegen, weil und deswegen habe ich auch so gesagt, dass deine Bilder, finde ich, sind auch in einem gewissen Sinne eine Neuinterpretation des Genres des Stilllebens, weil da gibt es Dinge, Objekte in deinen Bildern, eben wie im klassischen Stillleben, in der Malerei. Die Dinge, die Menschen hinterlassen haben, ohne dass sie selber eigentlich jemals anwesend wären. In den eben, das, ich sage Dinge und nicht Tiere oder die toten Tiere, die man in den großen Stillleben des 17. Jahrhunderts oder so findet. Eben Dinge, die, wie gesagt, wie du sagst, von den Menschen da gelassen worden sind. Und diese Dinge, die leben ein eigenes Leben. Und ich finde, und vielleicht diese Dinge haben auch sozusagen
die auch diese melancholische Stimmung, von der du auch gesprochen hast, übernommen, von denen sie gebraucht worden sind. Dafür brauche ich die Stille eigentlich, um den Dingen überhaupt nachzuhorchen. Und das, die war in dem Haus hier für mich gegeben in der Zeit, in der ich hier sein konnte. Nicht nur im Garten, vor allen Dingen in der Bibliothek und in den verschiedenen Räumen, in denen ich ganz allein war, in denen ich die Uhren, die vielen Uhren in diesem Haus ticken hören konnte, was auch immer ein bisschen nervös macht, aber hier nicht, weil es ist wie ein mehrstimmiges Musikstück. Und ja, ich muss auch absolut sagen, dass ich über die Literatur und über die Malerei immer die Musik setzen würde, egal was für eine Musik das ist, weil sie, glaube ich, die allerhöchste Macht hat, um zu erreichen, da wo man erreichen kann überhaupt. Deshalb ordne ich mich dem gerne unter. Ich tue mein Bestes, aber ja. Ja, also Zeit ist wichtig in deinen Bildern, aber eben ein ganz besonderes und eigenes Konzept von Zeit, würde ich sagen. Also wirklich beeindruckend. Ja, ich glaube, wir nähern uns zum Ende unseres kleinen Gesprächs, und ich würde ganz einfach dann dich fragen, Tanja, wie geht es jetzt weiter? Es ist schon weitergegangen, nonstans. Und es ist der Weg ging eigentlich in eine Art Nachwort zu dieser Geschichte. Fiducia, wir haben darüber gesprochen vor ein paar Monaten, ob die neue Serie Fiducia genannt wird oder Confidenza. Wir haben über die Grenzen dieses Begriffs gesprochen, weil im Deutschen gibt es nur das Vertrauen, im Italienischen und in anderen Sprachen gibt es dafür oft die beiden Wörter. Wichtig dabei war mir, dass es über das Menschliche hinausgeht, was auch immer uns da erwartet. Und diese Serie ist jetzt abgeschlossen. Und die Bilder sind auch in der Villa Vigoni entstanden, teilweise. Die Bilder sind frei von jedem Ort. Sie orientieren sich sowieso immer an der Realität, das ist klar. Aber wo genau und wie genau man sie orten muss, it's not located. So. Und ich glaube, auch wenn ich mich gerne immer, wie ich das sage, der Schönheit in den Dienst stelle oder es der Schönheit gewidmet ist, in der Hoffnung, dass man damit sicher nicht diese Welt retten kann. Obwohl jemand aber, so gesagt hat. Obwohl Dostojewski das gesagt hat und wie schön, dass er das gesagt hat. Aber ich glaube, dass man schon dass es mehrere Welten gibt, natürlich nicht die planetare, sondern auch die anderen Welten. Und dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, dass es möglicherweise eine Welt gibt, die man zumindest versorgen und erhalten kann. Und das ist vielleicht auch die Poesie. Und darüber geht Fiducia, um das Vertrauen, um den Mut, um Räume zu öffnen, Türen zu öffnen. Es sind ganz konkret Türen, die in Spalt offen stehen und man weiß nicht, was dahinter ist. Und dann zu schauen, was einen dort erwartet. Ohne Vertrauen geht das nicht. Und das ist mir fast sogar wichtiger, als eine Glaubensfrage zu diskutieren. Weil ohne Vertrauen gibt es auch keinen Glauben. Ja, Vertrauen ist sozusagen ein universales Konzept. Ja, es ist nicht unbedingt frei von religiösen Konzepten, weil ein Glaube, das ist was, vielleicht sogar was Privates. Ja. Also herzlichen Dank, Tanja Nitka, für das Dabeisein, für dieses sehr schöne Gespräch mit uns heute hier in der Villa Vigoni. Und alles Gute, Glück auf mit dem Weitergehen.
deiner Arbeit. Und ich danke euch für die Einladung und für die fantastische Zusammenarbeit, die wir hatten im Winter und die uns, ja, die mir ermöglicht hat, das alles hier wieder ins Haus zurückzubringen für eine gewisse Zeit, was glaube ich, uns allen auch eine ganze Menge Spaß gemacht hat. Auch wenn es viel Arbeit war. Also gern geschehen. Also ich glaube, ich kann auch im Namen unserer Generalsekretärin Christiane Lehmann und von den Namen von den anderen Mitarbeiterinnen sprechen. Es war eine Freude, dich hier zu haben. Man hat dich gesehen ab und zu. Und ja, es war auch für uns eine Freude, zusammen mit dir zu arbeiten, als dann die Ausstellung auf die Beine gestellt werden sollte. Und für mich auch persönlich war wirklich eine große Überraschung, deine Malerei entdecken zu dürfen. Und okay. Ja, also nochmal herzlichen Dank.